Alter, alles voller Phantome und Tricksereien hier im Spiegel, ey, mein lieben Freund, Aqua tut mir echt leid, jetzt musste sie schon gegen ihr eigenes Phantom als inneren Dämon kämpfen. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, a Fragmentary Passage. Im letzten Part... Ja, natürlich! Fick der Furz! So, im letzten Part sind wir hier richtig in der Welt des Spiegels angekommen, wo wir... in verwirrenden Spiegelwelten uns durchkämpfen müssen. Zwei haben wir schon geschafft, hier und dort. Und gegen einen mussten wir schon gegen Phantom-Aqua kämpfen. Und oh mein Gott, wir haben noch, glaube ich, 5 Spiegel. 1, 2, 3, 4. 4 Spiegel, ne, 5. Doch, da hinten ist noch, ne, warte mal. Doch, 4. 1, 2, 3, 4. Doch, 5. Halt die Fresse, natürlich, doch, 5. Hier ist der nächste jetzt. Dann gehen wir jetzt in die Nummer 3. Was haben wir hier? Das scheint wieder eine kleinere Kamera zu sein. Hier ist gar nichts. Sieht aus, als wäre da gar nichts drin. Oh, es ist einfach nur eine Kampfarena. Okay, cool. Passt. Nehme ich mal so hin. Bam! Alter, wow. Aua! 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 Aua, lass mich doch mal... Mann, das ist ja hier nicht die Possibility. Verrecke! Als ob sie nicht einfach alle verrecken könnten, ne? Aua! Ich glaube, ich werde sterben! Ah! Aqua, regeneriere dich schneller. Ne. Oh, ich kann mich heilen. Nein, Aqua. Oh, wir haben nur noch 2 Gegner. Okay, und die wubbeln da rum. Angriff, 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 Angriff. Ah, der ist ein Feuervogel. Hilfe. Mann, die sind unangreifbar in diesem Modus. Wow. Oh, schon wieder ein Feuervogel. Mieser Typ, Mann. Komm her, komm her, komm her. Und Bitch. So, 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 so. Oh, das war's? Ha, ich hätte jetzt gedacht, es kommt noch eine Welle. Ein bisschen hier Leben regeneraten. Ja, aber was hat denn dieser Raum dann gebracht? Hat der jetzt überhaupt was gebracht? Es geht ja jetzt kaputt, der Spiegel, wenn ich rausgehe. Das würde ja ein Indiz sein, dass ich das geschafft habe. Geil, okay. Also, war eine schöne, kurze, knackige Kammer. Finde ich gut. Also, das ist jetzt unter die Gürtellinie. Oh, das sieht wieder nach... Oh, das sieht wieder nach einem Phantom-Aquakampf aus. Falls da mehrere sind. Aber das sieht wieder so nach so einer größeren Ebene aus. Alter, labert die uns erstmal an hier so, niemand will uns retten. Ist doch gar nicht wahr. Löse das Rätsel um den Spiegel. Okay. Ba, 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 ba. Ist ein bisschen so wie... wie die endlose Treppe aus Mario 64. Oh nein. Uah. Okay, einen besiegt. Der andere ist in einer Unbesiegbarkeitsbubbel. Na komm, komm da raus. Okay, er kann da wirklich gar keinen Schaden nehmen. Nicht durch Magie und nicht durch physischen Angriff. Gemeines Vieh. Okay, weiter. Flom, 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 flom. Da hinten ist ein Spiegel. Da hinten ist auch ein Spiegel. Ist das so eine Verarsche? Halt die Fresse. Ich glaube, jetzt hat sie mittlerweile recht. Moment, ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Ich hätte, als ich den Spiegel gesehen habe, hätte ich mich umdrehen sollen und in den Spiegel hinter mir gehen sollen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist das damit gemeint. Moment, dann heile ich mich einmal kurz. Ich glaube, hier ist der Spiegel jetzt, ne? Ne, immer noch nicht.
Weil ich habe so... Ja, da ist der Spiegel. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass ich wieder gegen Phantom-Aqua kämpfen muss, weil tot ist sie ja noch nicht, wie man sieht. Ja, das sieht wieder nach der Battle-Stage von ihr aus. Ich warte noch mal kurz, bis sich meine MP regeneriert haben und genieße noch mal ein bisschen hier die Umgebung. Hui! Yeah! Babats! Ah, das Schlüsselschwert von Meister Ericus, Mann. Wie ist das nochmal? Der Meisterhüter oder so? Was eigentlich... Habe ich mir eigentlich den Anhänger mal angeguckt? Was ist eigentlich... Kann man nicht... Kann den nicht sehen. Ach, der Anhänger ist einfach nur das Symbol, was die auf ihrer Rüstung immer hatten. Also was Aqua hier, glaube ich... Wo hat denn Aqua das? Hat Aqua das nicht auch irgendwo gehabt? Ja, vielleicht sieht man das jetzt durch die Customization. Ich glaube, am Rücken hat sie... Nee, ich glaube, sie hatte das hier vorne. Ach so, sie hat das hier, wo das... Wo diese zwei Bänder um ihre Boobies rumgehen in der Mitte, da hat sie dieses Zeichen. Egal, gehen wir jetzt rein. Oh, hallo. Da sehen wir uns wieder. Halt die Fresse, blöde Phantom-Aqua. Alter, komm her. Mach ich dich fertig, oder was? Oh, da willst du wieder auf die Fresse. Ein paar Gratisschläge. Oh, der Kampf scheint ja relativ schnell zu gehen. Oh nein. Wilde! 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 Na, wo bist du? Oh, da bist du ja. Erwischt. Meine Katzenöhrche macht niemand nach. Genau. Das hast du davon, wenn du dich mit meinen Katzenöhrchen anlegst. So, nächster Spiegel. Oder sieht so irgendwie so erhaben aus? Ich glaube, ich nehme erstmal die kleineren drumherum, weil der sieht irgendwie so erhaben aus. Ja. Ich nehme erstmal jetzt hier den. Genau, das Speichern. So, was haben wir denn hier? Ein leerer Raum. Wieder nur eine Kampfareal. Na, gucken wir mal. Yep. Oh nein. Strike! Oh Mann. Mann, ich hasse diese Viecher. Ah, blöde Missgeburt. Warum? Warum muss mir das immer nur passieren? Ah! Ich meine, an sich sind sie nicht schwer, aber die machen verfickt viel Schaden. Warum? Das ist nicht nur lustig. Das geht doch nicht. Nö, nö, nö. Ja, einen habe ich. Okay, und einer hat mich erwischt. So eine Scheiße, Mann. Du solltest eigentlich die Vase angreifen, aber scheiß drauf. Ich meine, hey Aqua, scheiß doch mal gepflegt drauf. Alter! Enough, das sage ich doch die ganze Zeit schon. Heal. Okay, wir haben noch einen, Mann. Ultimatives Battle hier. Alter, wer hätte gedacht, dass es mal so weit kommen würde, dass ich es als ultimatives Battle ansehe, gegen einen normalen fucking Herzlosen zu kämpfen. Wow! So! Oh, scheiße, Mann. Wow! Alter, die kleinen Vampirzwirbler hier. Du musst sie angreifen, Aqua. Mann. Wow. Ich glaube, ich sollte zuerst den Wasserbubbler angreifen. Eingefroren, Bitch. That's it. So, jetzt reicht's mir. Euch mache ich auch fertig. Jeder einzelne Herzlose weniger ist eine Erleichterung für mich. Komm her. Was denkst du, was du bist? Ein Beyblade? Jetzt reicht's mir. Haha. Tschüss, Mann. Okay, das scheint auch wieder hier gewesen zu sein.
Halt die Fresse! So, Garderobe, Muster. Wir haben Spiralenpink. Oh je. Und Meckergelb. Oh, nehmen wir Meckergelb. Und ist auch kaputt jetzt? Aber was hat er gemacht? So. Kann ich eigentlich da auch rein, oder? Weil da kommen wir ja eigentlich her. My reflection's not in the mirror. How am I supposed to get out of here? Ah, okay. Die Reflexion ist ganz verworren. Ich glaube, je mehr Spiegel wir zerstören uns, desto deutlicher wird unsere Reflexion. Und dann können wir raus, wenn wir alle Spiegel zerstört haben. Okay. Bap, 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 bap. Was haben wir hier? Oh, Schatztruhen. Nur eine ist geschlossen und alle anderen sind offen. Okay. Mal gucken, was sonst so hier anbietet. Ah, jetzt sind alle zu. Okay, ich glaube, ich weiß, man muss die geschlossen war, muss ich jetzt öffnen. Aber es sind irgendwie mehr als im Spiegelbild, kann das sein? Ich glaube, es war die hier. Ah ja, cool. Der einzig wahre Schatz. Halt doch einfach deine Fresse. Oh, das war bis jetzt die kürzeste Kammer, glaube ich. Kurz und knackig, darauf stehe ich. So, und jetzt hier der erhabene Scheiß. Ach du heilige Scheiße. Das kenne ich auch aus dem Trailer. So ein übelst langer Korridor. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Ich bin ja mal gespannt. oh. Löse das Rätsel um den Spiegel. Ach, du heilige Scheiße. Ich liebe sowas. Das sieht so geil aus. So Mindfuck-Teile. Oh, ich liebe sowas. Flom, flom. Oh, hey. Warum wird's dunkel? Okay. Hm. Oh, das sieht so geil aus. Oh, da leuchtet was. Oh, da ist eine Schatztruhe, die ist im Boden. Okay. Oh nein, Magenzwirbler. Oh, jetzt sind wir im Boden. Potion. Okay, da ist die nächste leuchtende Säule. Top, 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 toppi, 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 top, top, top. Ich sag's dir, Mann, enough hier. Wahrscheinlich müssen wir auch nochmal ein drittes Mal gegen Phantom Aqua kämpfen. Hallo? Oh, hier ist wieder eine Schatztruhe. Wird's wieder dunkel. Oh, das. Da ist eine Säule, Mann. Mach auf! Und lass uns rein in die Welt des Doppelwobbels. So. Wo zur Hölle bin ich? War hier nicht die... Ah. Halt die Fresse, ich wollte gerade die Schatztruhe einsammeln. Gar nicht wahr, hier, da ist die Schatztruhe. So, ich glaube, hier muss ich rein, hä? Okay. Mein Invasion. Dann sagen wir mal wieder Phantom Aqua. Hallöchen, Popöchen. Die hat voll die krassen Augen, so übelst hellblau. Oh oh. Die macht Ars Magica. Wow. Wow, Gacha, fick dich. Aua. Oh, fuck this shit. Fuck this shit, I'm out. Wow. So. Das ist wohl der finale Kampf gegen Phantom Aqua. Die hat doch einfach mal drei Lebensleisten. Hilfe! Hilfe! Nein, danke, ich will nicht. Ich will nicht, danke. Muss ich nicht haben. Wow! Wow! Du hast mich hier gar nicht. Wow! Ah. Vielleicht hast du mich ja doch. Oh Mann, was soll denn der Scheiß?
Aha, ich hab sie erwischt. Ah, fuck, sie hat mich erwischt. Ah, Hilfe, Hilfe. Ah. Nix Gacha hier. Wow, 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 wow. Nicht schon wieder die Scheiße. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow. Aua. Haha, ich hab sie erwischt. Durch Zufall. Au, au, au. Ach, diesmal habe ich nicht das Glück, sie zu erwischen. Uah, ja. Aua. Ist diese Frau zufälligerweise bekifft? Oh Mann, ey. Aha, hab sie. Hab dich. Ich muss die richtige erwischen. Aua. Haha. Erwischt, Bitch. Oh, nicht schon wieder die Scheiße. Aua, die macht immer fast One-Hit hier, Mann. Aua. Mann, triff doch irgendeine. Huch, zum Glück hat sie mich nicht erwischt, ey. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, nicht schon wieder die Scheiße. Mann, gibt's da irgendeinen Trick, die richtige zu erkennen? Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, Mann, ey. Hilfe. Treff doch irgendeine. Vor allem, was sagen die mal? Ball? Oh, ich hab sie getroffen. Yeah! That's all of them. Tara and Ben didn't have anything to say. But my shadow, she wanted to destroy me. Richtig so. Okay, kehre zurück zur Eingangshalle und untersuche den Spiegel. Aber mein lieben Freund, ich würde mal sagen... Ganz genau. Das mache ich im nächsten Part erst. Im nächsten Part kommen wir hoffentlich wieder aus dieser verrückten Welt hier raus. Also, Phantom Aqua ist besiegt. Und diesmal war es ein harter Kampf sogar. Aber hey, ich habe ihn geschafft. Bis dahin. Tschüsselchen.